Moment. Ach so, nein, da kommt tatsächlich, da kommt ja nur die Waschschüssel runter. Das Spülbecken. Ein ganzes fucking Spülbecken. Oh, hier war ich gar nicht. Ich bin ja gleich hochgegangen. Oh, Hilfe! Ein Hamster ist hinter dieser Tür verschwunden. Ich wollte ihn aufhalten. Dieser Ort ist wirklich Schauder. Man kommt nie wieder fort von dort. Schauder. Gruselig. Ups. Das ist ein neues Wort gelernt. Schauder. Das ist niedlich. Gehen wir erstmal da hoch. Hallo. Hammer. Du bist ein Kunde? Ich bin der berühmte Herr Kohl. Hamster. Stark. Kräftig. Okay. Herr Kohl. Kann man gar nicht von Herkules ableiten. Du hast ein neues Wort gelernt. Herr Kohl. Hoch, runter, kein Problem. Das ist der Aufzug. Ich bin sein Motor. Nur 5 Sonnenblumenkerne. Gutes Geschäft, oder? Das Geschäft gilt, solange du magst. Nutze den Aufzug, so oft du willst. Was meinst du? Ja, nee, Moment nicht, danke. Ich möchte... Okay, sag mal Bescheid, wenn du nach oben willst. Nein. Genau, lass mich da wieder raus und ich möchte nur den Kern da haben. Erstmal. Den ganzen Kern. Und dann möchte ich gerne erstmal da unten rein. Ja, dann lass mich doch da mal rein. Hamha! Ja, yeah, der Hamster, der hier durchgelaufen ist, trug eine grüne Cappy. Dann lass mich doch da rein. Geh weg. Hey, schrecklich, ganz schrecklich. Ach, gut, wir fahren Aufzug. Ich hab's ja verstanden. Lass mich Aufzug fahren. Lass den Herkulhamster die Sache wegen, ja? Du machst nichts. Nur 5 Sonnenblumenkerne. Gutes Geschäft. Du das Geschäft geht, solange du magst. Und zu den Aufzug. Bla 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 bla. Danke. Nun stell dich in die leere Dose, ja? Ich erledige den Rest. Bevor wir abheben, nehme ich die Sonnenblumenkerne an mich. Ja, ja. Ich hab genug. Ich bin fucking reich. Hüpf rein. Juhu. Eine Aufzugfahrt, die ist lustig, eine Aufzugfahrt, die ist schön. Yay! Nimm natürlich alles mit. Alles. Ach, warum sind sie immer nur eine? Das ist so fucking unfair. Hallo, du. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber auch gut. Stopp. Sprich mich nicht an. Ich bin nur aus Versehen hier rumgelandet. Ich hasse Höhen. Was soll ich denn tun? Oh. Juhu, wie kannst du so etwas nur sagen? Spalle. Spockel. Spockel dich. Hör auf. Papa! Ick. Baba, nicht mögen. Okay. Auch gut.
Aber er sitzt immerhin unten. Du hast ein neues Wort gelernt, Baba. Ups, ich habe ein schlechtes Gewissen. So ein bisschen. Oh, ich habe einen Sonnenblumenkern. Das beruhigt mein schlechtes Gewissen. Guck mal, man muss richtig gemeinsam, um in dem Spiel hier voranzukommen. Dann kann ich eigentlich mit dem Aufzug, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, komme ich denn da jetzt nochmal zurück? Ja. Kann aber nicht mehr, ja gut. Nein, wegen dem einen mache ich das jetzt nicht. Da bist du ja wieder. Stopp, sprech mich nicht an. Ich bin aus Versehen hier oben gelandet. Nochmal? Ich hasse die Höhen. Soll ich eine Tuno? Dann bleib jetzt auch gefälligst mal unten. Mein Gott. Gib mir den Kern. Gut. Du schon wieder. Hey. Du hast ja einen Orden dabei. Das heißt, dass du das Wetter vorhersagen kannst, oder? Wir machen heute ein Picknick. Kannst du uns das Wetter für den heutigen Tag vorhersagen? Bitte! 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 Hamterhoch riecht die Feuchtigkeit in der Luft. Regenwolken nahen. Und? Was gibt es zu sagen? Fass es mit einem Wort zusammen. Sag es! Sag es! Ich hab das Wort wohl nicht. Hast du Blanco? Versuch es nochmal, okay? Nochmal! Nochmal! Ich kann die Wörter nicht mal sehen! Es gibt besseres Wetter? Gut, dann bleiben wir noch eine Weile hier. Ich hoffe, du weißt, was du sagst. Aber es gibt doch noch ein Stockwerk. Wie komme ich denn ganz nach oben? Da nach oben, da ist ein Stein. Ich brauche den Stein. Ich brauche 24 davon. Ich komme von da drüben rein. Aber wie komme ich da drüben hin? That's the question. Jetzt muss ich denen sagen, dass es halt regnet und dass ich das dann weggehen. Aber ich habe das Wort noch nicht. Ich denke mir mal, dass ich eins von den Wörtern brauche, was ich noch nicht habe. Ich kann doch mal die anderen ausprobieren. Hey, aufhören. Mein Essen kriegt den ganzen Dreck ab. Ferkel, Ferkel! Gut. Ich will überhaupt nicht weiterkommen, Mensch. Ein Haufen Wörter, mit denen ich nichts anfangen kann.
Ich rieche die Angst. Vielleicht hier oben noch mal irgendwas machen. Pinkelt gegen das Auto. Deine Krallen sind abgebrochen. Starry. Kann ich durch eins dieser Löcher irgendwie durch? Nö. Okay. Hier rein. Was man auch noch nur einen Kern bringt. Oder einen Stein. Oder eine Hamm-Boutique. Hast du irgendwas Vernünftiges? Ein Kimono, hm? Das ist eigentlich kein Kimono. Das ist, also Kimono kenne ich halt als vernünftige Kimonos. Das sieht für mich eher aus wie diese Klamotten, die man zum Kampftraining anzieht. Den kaufe ich mir auf jeden Fall. Der sieht bestimmt super aus mit meinen Hasenohren zusammen. Vor allem habe ich den jetzt in Rot und das nächste Mal kriege ich den vielleicht in einer besseren Farbe. Nein, in Blau. Das sieht nicht besser aus. Dann noch lieber Schwarz und Rot. Und natürlich den passenden Fächer in Japan-Flaggen-Design. Weißt du, aber hier kann ich plötzlich die Sachen kaufen, wenn sie eine andere Farbe haben. Was hat denn der Fächer jetzt für eine Farbe? Blau, okay, also immer passend zum Outfit. Ich brauche noch irgendwie eine Kopfbedeckung dafür. Ach nein. Ich wollte dich nie nochmal ansprechen. Nee, lass mich gehen. Also ich komme da auch nicht rein. Also hier kann ich eigentlich nichts mehr machen. Das Brett komme ich auch nicht, ne? Wenn ich jetzt von hier versuche, da runter zu gehen. Gut. Hast du mal irgendwas zu sagen? Quack. Ich hoffe, dass es bald regnet. Sag mir, wie der Regen auf Hamtschettisch heißt. Du dummer Hamster!
Was für eine Art zu sprechen soll das sein? Hamchat oder die Hamster von heute? Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich den beschnupper? Flippt er dann auch so aus? Riecht alt. Gut. Wie kriegen wir Käppi hier? Was passiert? Nichts passiert. Nichts passiert. Noch nicht fertig. Nichts passiert. Ah! Muss ich gießen? Das macht Sinn. Naja, danke. Zehn. Naja, immerhin. Habe ich mein Kimono wieder raus. Bein in Anführungsstrichen Kimono. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich das Fahrrad wegkriege. Ich weiß immer noch nicht, die anderen Leute finde. Warte. Kann ich? Nein, vermutlich nicht. Nee. Riecht nach Fahrrad. Nee. Oh, ich bin so doof, ne? Ich bin so blöd. Oh Gott, das sieht goldig aus, wie er da an dem Fenster hing. Ah! Das Spiel macht mich fertig. Okay. Da können wir kein Gespräch führen. Erdbeer. Da hat ein Erdbeer. Ah, endlich bin ich wieder frei. So ein Mist. Mein Ball steckte zwischen den Boxen fest. Ich wollte ihn herausholen und blieb selber stecken. Schrecklich. Ich möchte dir ein Zeichen meines Dankes geben. Erdbeere. Aber ich habe nur diesen Ball. Das ist ein Erdbeer. Okay. Auch wenn ich diesen Ball liebe wie keinen anderen, möchte ich ihn dir geben. Schenko! Warum kann ich das nicht einfach ablehnen? Ich möchte seinen Ball nicht, wenn er ihm so wichtig ist. Schenko! Oh! Surprise, surprise! Der Hamster in der Box. Das ist ein neues Wort gelernt. Schenko! Ich möchte seinen Ball nicht. Hübsch, aber kein Ball. Ich möchte seine Erdbeere nicht. Süß zum Essen, nichts zum Spielen. Och. Hammer. Auch wenn ich ihn mag wie keinen anderen. Das soll dir gehören. Schenko. Oh, danke. Da rein? Mit der Seite.